Liebe Zuschauer, es wird sportlich und deswegen habe ich den Sportsmaster Matze bei mir. Matze, wir zocken jetzt gleich Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Ey, refresh my memory nochmal. Es ist doch schon seit Ewigkeiten her, dass es das letzte Mario und Sonic Olympische Spiel gab, oder? Ich glaube, das letzte war Rio 2016. Okay, ja, also ist schon ein Weilchen zurück, ist hier auch also alle 4 Jahre die Sommerolympiade, wenn man so will. Wir fangen an bei unglaublich vielen Disziplinen, die wir hier haben. Hast du denn alle schon gespielt? Nicht alle, aber die meisten. Also sind halt wie immer die Klassiker dabei, 100-Meter-Lauf, Hürdenlauf und es gibt auch ein paar neue, unter anderem Sportklettern, okay. Fußball. Okay. Surfen und ich glaube 7er Rugby. Okay, wir müssen Tischtennis spielen. Oder Badminton. Du hast die freie Wahl. Was hast du denn von den beiden schon gespielt? Tischtennis. Dann spielen wir Badminton. Können wir dann gemeinsam in einem Team spielen? Ja. Ja, lass uns das mal machen. Ich finde Koop immer cool. Bewege dich, wenn der Gegner filmt. Okay. Ja, ja. Okay, alles mit A. R. Also nach dem Schema verläuft doch eigentlich jedes Minispiel. Drücke eine Taste so lange, bis du die ja. Superschlagtaste drücken kannst. Wie nehme ich? Ich nehme. Ja, die haben auch ihre eigenen Vorzüge hier. Schnelle Bewegung. Ja, ich nehme schnelle Bewegung. Ich nehme Yoshi. Könnte das durchaus vielleicht ein Mario-Tennis-Ersatz sein oder so? Nee. Also man merkt schon, dass... Gleich, nein! Nope! Wow. Ist die Frage, müssen wir abwechselnd spielen? Ich habe keine Ahnung. Ist immer der, oh, du, der Blaue, ich, du, er, du, ich, du. Matze. Ja. Das war beschämend. Nochmal Einzeldoppel? Ja, Einzel jetzt. Nochmal verliere ich nicht mit dir. Der Dicke gegen den Schlanken. Nun. Alright, alright, alright. Schnibbel dich schnapp. Ich bin ja der Affe! Ich glaube, ich habe das Spiel vorhin gecarried. Ui. Bim! Oh oh. Na. Ich sag ja, Affenpower Deluxe, ne? Nein! Das ist eine knappe Kiste. Knappe Kiste. Affenzambo hier. Ah. Ja! Denn das Gute siegt immer. Schade, dass es diesmal nicht geklappt hat. Ja. Hast du Kanu schon gemacht? Ja, wo warst du da? Das sieht nämlich auch interessant das aus. Das ist eher so ein Timing-Spiel. Ah, ja, yeah, genau, ich kann es mir schon vorstellen. Wie geht die Steuerung? Ja, das haben wir jetzt nicht gesehen, weil du A gedrückt hast. Ja, natürlich. Okay. Ich sag mal, es hat was mit A drücken zu tun. Nee, ich glaube, es war Sticks drehen. Sticks drehen? Oh. Oder nach aufladen, genau, für den Start. Und dann nach unten, glaube ich, einfach. Ja, linken Stick nach unten müssen wir gleichzeitig. Ja, ey. So weitermachen. Wir holen die noch. Okay, kann auch sein, dass wir sie nicht mehr holen. Gut, haben wir das auch gesehen? Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ich finde nicht nett, wie du über mein Genital redest, ne? Yay. Ja, das ist ganz cool. Also da merkt man wirklich... Da gibt es tatsächlich ein bisschen mehr Koordination, die man machen muss. Ja. Finde ich eine der etwas schöneren, anspruchsvolleren Disziplinen.
Das finde ich ganz geil. Ist natürlich ein bisschen ruhiger auch. Ist jetzt nichts, wo man sagt, so man drückt sich wirklich dem Gegenüber einen rein, weil man halt irgendwie so konzentriert drauf ist. Ja, ja. Ne? Was hat es denn mit den grünen Sachen auf sich? Das sind im Grunde so fantasievollere Versionen von Sportarten. Oh, Controller neigen. Okay, ja. Das ist schon wieder so eine Sache, wo ich mir denke, so, ja. Mit was schießt man? Ja. Oh Gott. Ach so, ich bin links. Ups. Ja, A ist schießen. Fühlt sich echt olympisch an. Oh nee, das finde ich, fühlt sich überhaupt nicht gut an. Aber da bin ich überhaupt kein Fan von. So richtig spaßig finde ich das jetzt nicht. Nee. Also das finde ich jetzt tatsächlich eher eine ziemlich lame Disziplin. Das fand ich jetzt so ein bisschen langweilig. Lass uns noch was anderes schauen, denn wir haben ja gerade über den Story-Modus ganz kurz gesprochen. Da geht es nach Tokio im Jahre 1964, weil da auch schon mal die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Und das wird witzigerweise auch ins Spiel übertransportiert, denn es gibt auch extra Disziplinen, die man hier im 1964er-Modus spielen kann. Und zwar dann schön in Oldschool-Retro-Grafik, ja. So wie ich das sehe. Und man hat hier eben Oldschool-Charaktere. Finde ich sehr gut. Man hat hier den Bowser aus dem allerersten Super Mario Brothers. Das finde ich sehr, sehr schön. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich glaube, man musste erstmal ganz schnell A drücken. Es steht aber immer da, was man machen muss. Und dann kommt irgendwann der Absprungpunkt. Ja, und dann? Ja, verkackt. Ich glaube, wir lesen noch mal kurz die Anleitung. Oh, fuck. Oh, oh! Okay, also ist so ein bisschen Reaktionsspiel. Ja. Sportschießen? Ja, Sportschießen, komm, das hat so ein bisschen Duckhand-Flair. Du bist dran. Ja. Ruhig. Boah, die Mucke macht mich wahnsinnig. Es bleibt nicht spannend! Okay, lass uns rausgehen. Lass uns noch eine Disziplin anschauen. Das überlasse ich dir, mein Freund. Der Marathon war ganz witzig. Ah, so richtig spannend ist es jetzt auch nicht, ne? Ja, fand ich jetzt weniger spannend. Ich mag dann doch eher die Disziplinen, wo es so ein bisschen direkter und schneller gegeneinander geht. Jetzt haben wir so ein paar Disziplinen gesehen. Du hast natürlich dich mit mehr befasst. Was ist denn dein Urteil so? Das Highlight ist tatsächlich der Retro-Modus, einfach wegen der Optik. Echt? Okay. Aber spielerisch finde ich das ganze Spiel leider sehr, sehr dünn. Jetzt muss ich natürlich sagen, du hast sehr viel ja auch im Singleplayer gespielt. Ich meine, das ist ja schon so ein Spiel, das auf Multiplayer ausgelegt ist. Kannst du es denn wenigstens den Leuten, die sagen so, hey, lass uns einfach eine Vierrunde zocken, ans Herz legen? Denen eher ja, weil das ist die einzige Möglichkeit, dass das Spiel dir irgendwie so eine gewisse Konkurrenzsituation herstellt. Ja. Weil alleine entsteht das überhaupt nicht. Ja. Aber wie gesagt, man weiß es ja im Endeffekt. Mario und Sonic ist ja auch nicht nur Mario bei den Olympischen Spielen, sondern eben Mario und Sonic. Deutet ja schon an, ne? Mehrspielermodus steht hier im Vordergrund. Man sollte nicht zu viel erwarten. Ihr habt es ja gesehen, es gibt Events, die machen durchaus Spaß. Es gibt andere, die sind dann so ein bisschen Fahrt. Tja, man muss halt das finden, was man gut findet. Oder ein paar Sachen, die halt einfach herausstechen, dann öfter spielen. Aber ob die dann wirklich Langzeitspaß machen, tja, das wird sich zeigen. Wir sind da eher so gemischter Gefühle.